Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass um Sie herum alle wahnsinnig geworden sind? Also ich meine so richtig durchgedreht. Da sollen auf der einen Seite alle Schülerinnen und Schüler von frühester Kindheit an gendergerecht sexualisiert werden. Das heißt, ohne dass ihr von der Natur aufgezwungene Geschlecht heranwachsen. Mädchen sind also nicht mehr Mädchen und Jungs sind nicht mehr Jungs, sondern jeder entscheidet irgendwann selbst, was er einmal sein möchte. Egal, ob er ein Zipfelchen hat oder eben nicht. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch ganz herkömmliche Beziehungen. So wie die hier von Malvina und Dia. Da verliebt sich ein minderjähriges Mädchen vom Lande in einen älteren Flüchtling aus Syrien, über dessen genaues Alter zumindest einige Verwirrung herrscht. Natürlich möchte der sie gleich heiraten und unter die Schleierkutte stecken. Und der öffentlich-rechtliche Zwangsrundfunk mit seinem Kinderkanal Kika präsentiert das 13-Jährigen als vorbildliches Lebensmodell. Ja, völlig normal, oder etwa nicht? Da ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, bis der Schafhirte aus Oberknatterbach seine Lieblingszippe heiraten kann oder die Vielehe kommt. Was heißt hier kommt? Sie ist ja schon da. Also zumindest im Landkreis Pinneberg, wo einem Flüchtling aus Syrien hochoffiziell erlaubt worden ist, mit seinen zwei Frauen und sechs Kindern in einer Ehegemeinschaft zu leben. Die dritte Frau wartet noch in Syrien und über eine vierte werden sich schon Gedanken gemacht. Damit ist die Kommune der 68er über Umwege doch noch zu uns gelangt. Hurra! Die Muslime haben uns sexuell befreit. Ich meine, irgendwie müssen wir uns ja auch weiterentwickeln, wenn wir diesen ewigen deutschen Spießergeist und Nationalismus überwinden wollen. War das letztens nicht wieder furchtbar, wie bei der Olympiade Nationalflaggen geschwungen und Nationalhymnen gesungen wurden? Und dann freuen sich diese Sportler auch noch und haben sogar Tränen in den Augen, wenn sie auf so einem Podest mit ihrer Fahne stehen. Tja, wenn es wenigstens die bunte Regenbogenfahne wäre, dann könnte man noch darüber reden. Aber so, die Sportler wurden sexuell nicht befreit. Ein anderer hingegen wurde freigelassen. Unser Dennis. Ob er im türkischen Gefängnis Sexualerziehung erleben durfte, darüber ist uns nichts bekannt. Aber wenn es um die Freilassung des linksintellektuellen Deutsch-Türken Deniz Yücel geht, ist unserer Regierung kein Grundsatz zu heilig. Die Zeit der Attacken gegen die Waffenindustrie ist vorbei. Die Freilassung unseres Dennis muss uns schon die eine oder andere Leopard-2-Lieferung an Präsident Erdogan wert sein. Apropos Erdogan. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Wenn ein vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzierter Herr Böhmermann den türkischen Präsidenten als ein Wort, das mir nie über die Lippen kommen würde, bezeichnet, ist das von der Meinungsfreiheit garantierte Satire. Wenn der thüringische AfD-Abgeordnete André Poggenburg hingegen auf einer Aschermittwochsrede von Kümmelhändlern spricht, ist dies selbstverständlich Rassismus und Narzissmus. Ich glaube, ich schaffe das auf der grünen Couch hier alleine nicht mehr. Womöglich brauche ich eine Nachhilfestunde in Genderpädagogik. Und ich brauche dringende Unterstützung bei der weiteren Analyse des sich zum immer absurderen verändernden Deutschlands. Aber was auch immer in Zukunft passieren mag, bleiben Sie kritisch.